sehen also hinter mir an der großen Leinwand jetzt unseren Bundestrainer Helmut Schmidt in Begleitung seiner beiden Lieblingsspieler Franz Beckenbauer und Berti Vogts, mit deren Leistungen er ja immer ganz besonders zufrieden ist. Sie sehen diese beiden Herren jetzt hier auf der Leinwand im Training. Irgendwo da hinten müssen Sie da sein, nicht? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht wäre es auch ganz interessant, wenn Sie sich jetzt einmal mit dem Wetter befassen würden, mit den Wetterberichten. Ich würde sofort den Dr. Steinhäuser fragen. Dr. Steinhäuser, wie sieht es denn mit dem Wetter morgen aus? Dr. Steinhäuser ist im Moment nicht da. Er kommt erst Montag von seinem wohlverdienten Urlaub zurück. Wie ich gerade sehe, sind die Arbeiten am Nachrichtengeber beendet. Also bitte weiter in den Nachrichten. Sag einen Film an, du Idiot. Ich meine, also sofort wird die Arbeit sicher bald beendet sein. Aber in der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, sehen Sie sich vielleicht einen aktuellen Dokumentarfilm an mit dem Titel Mittelalterliche Brunnen im Oberfrankenland. Willi, ich finde es ungestimmt. Ja, ich sterbe hier, Willi. Willi, in der untersten Schublade. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum interessanten Teil unserer Nachrichtensendung. Sie, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen zu Hause, können jetzt Ihren Nachrichtensprecher anrufen und können ihm Fragen stellen, vielleicht betreffend der Nachrichten oder irgendwas. Sie können nur hier diesen Apparat im Studio sofort anrufen. Ich sage Ihnen auch gleich die Nummer. Das ist also 99 40 80. Bitte rufen Sie an. Natürlich, selbstverständlich ist der Apparat zu Anfang immer sehr überlastet. Machen Sie sich deswegen gar keine Sorgen. Sie können ruhig weiter probieren. 10 Telefonistinnen warten nur darauf, Sie mit mir zu verbinden. Willi, ist der Stecker überhaupt drin? Meine Damen und Herren, Sie müssen auch nicht unbedingt etwas wegen der Nachrichten fragen. Sie können auch noch etwas nach persönlichen Fragen. Sie können mich befragen. Sie können vielleicht etwas über den Sender fragen. Oder vielleicht wollen Sie nur Ihre Leitung ausprobieren. Da ist schon der erste Anruf. Ja, hier ist Hopke mit den Nachrichten. Bitte, ich notiere sofort, ja, einen Moment bitte. Ein Laib Brot. Und 10 Eier, bitte. Na, meine Lieblinge. Nein, ja, ich bin im Bild. Ja, ich bin sogar in des Wortes wahrste Bedeutung im Bilde. Ach, Lieben, das ist voll. Also bitte schön, wenn du willst, gut, ja. Schnutzi Putzi, ich hab dich lieb, danke. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist die höchste Zeit, dass ich mich von Ihnen verabschiede. Ich habe jetzt einen Blick auf die Studio-Uhr. Es ist genau 20.30 Uhr. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren, keine Nachrichten sind immer besser als schlechte Nachrichten. Und heute Abend keine Nachrichten sind die besten Nachrichten, die wir Ihnen als gute Nachrichten in der Nachrichtensendung bringen. Auf Wiedersehen.